Ja, aber es ist halt schon, also wie gesagt, ich halt auch echt so ein Ding, Best of One, also klar, es sind halt echt keine guten Teams, wenn man die halt so im One, also wie ich auf dem Papier vergleicht, also miteinander, aber Best of One und vor allem, wie gesagt, die sitzen ja wirklich da, du weißt wochenlang, was dein Gegner ist und wahrscheinlich kannst du als Underdog um einiges mehr confident reingehen, weil du halt einfach nicht so viele Informationen über dich preisgeben kannst überhaupt, ja. Allein G2, du kannst ja wirklich jedes Spiel, was die spielen, kannst du ja irgendwie anschauen und sehen, was passiert und was gemacht wird. So, das Ja. ist halt schon ganz anders so. Und dann Best of One halt eh. Also wenn das jetzt ein Best of 3 wäre gegen so ein Mongols-Team, ja, aber das wäre schon lustig. Habe gerade das Lied laufen, Lose Yourself, das Cover von Autopilot und du hast gerade genau so schnell gesprochen, dass es perfekt im Takt war. Junge, Sonst war wie Rap-Gott gerade.